Ein herzliches Willkommen zur ersten Hotlap des Jahres hier aus Bahrain. Das sag hier, ich freue mich extrem. Wir werden mit dem Weltmeister-Fahrerauto herumfahren, mit dem Red Bull. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Däumchen rum, da findet ihr das Howdy. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das Debüt gab es 2004, seitdem fährt man noch durchgehend hier, außer 2011 wegen politischer Unruhen. 5412 Meter hat eine Runde, 15 Kurven, 9 rechts und 6 links. Hamilton hat mit 5 Wins hier die meisten und heute sind 57 Runden zu absolvieren. Das sind die Stats von Sakhir. Salah. Und hier nochmal für die DRS-Zonen. Es wird 3 DRS-Zonen geben, also viel Platz zum Überholen. Ich denke mal, die beste Möglichkeit bietet die Start- und Zielgeraden hin zur ersten Kurve, aber auch dann die Gegengeraden, diesen kleinen Berg hinauf. Und los geht's hier. Mit dem Red Bull sind wir unterwegs aus der letzten Kurve raus. Der Exit ist verdammt wichtig, um hier auf Start und Ziel viel Pace zusammen zu bekommen. Wie findet ihr das HOD? Schreibt es gerne in die Kommentare. DRS ist on und mit Vollgas ohne Hoppeln geht's in Richtung erster Kurve. Bremspunkt circa beim 100 Meter Schild. Dann den Körper nur ganz leicht antuschieren und beim Rausbeschleunigen. Den links nehme ich immer voll mit und dann rausbeschleunigen. Hier sehen wir es auch aus der Onboard-Perspektive. Hier leicht, ganz leicht angeberührt und links dann voll drüber brettern. Beim Rausbeschleunigen nehme ich auch gerne den Körper mit und dann geht's rauf den Berg. Hier wird es auch gute Überholmöglichkeiten geben, oder ich denke mal, hier werden viele auch versuchen reinzustechen. Vierte Kurve, hier gab es eine Diskussion im letzten Jahr, Punkt der Track Limits, wird dieses Jahr alles anders sein, wir haben eine komplett neue Rennleitung und jetzt Kurve Nummer 5, 6 und 7, eine Kurve, die man am besten im Flow fährt, habe ich halbwegs gut hier hinbekommen und hier dann leicht den Körper mitnehmen, rechts berühre ich den fast nie und links dann natürlich dann, das gibt dann die Richtung vor. Dann auch eine sehr tricky Kurve, muss man auf jeden Fall sagen. Hier rechts, wenn du den Körb zu stark nimmst, dann wird das Auto ganz unruhig. Beim Rausbeschleunigen links leicht den Körb mitnehmen. Jetzt kommt so die beste Stelle der Strecke. Kurve 9 und 10. Eine RH-Nadelkurve, würde ich fast sagen. Wo gern das linke Vorderrad stehen bleibt. Beim Rausbeschleunigen ist es natürlich sehr wichtig, weil es dann noch ans DRS geht, ans Drankommen geht. Man bleibt eigentlich permanent von hier an am Gegner dran, wenn man guten Exit hier hat, weil Kurve 11 geht Vollgas, Kurve 12, die jetzt kommen, Kurve 11 und 12, die lange links und dann gefolgt von der langen Rechtskurve, hier links gern mal im Sand mit, rechts nur nicht den Körb zu stark nehmen, beim Rausbeschleunigen auf die Track Limits achten, man neigt da immer gern dazu, weiter rauszufahren. Hier Charles Leclerc zweimal gedreht im Training und auch im Training war es zweimal. Das ist echt ein bisschen tricky hier, weil der Sand natürlich auch sich überall ablegt. Kurve 13, wieder so eine Schlüsselstelle. Exit verdammt wichtig, sonst wird es nichts mit der Runde, also sonst wird es auch nichts mit dem Aufholen. Hier haben wir auch viele Rosshoppler gesehen. Auch die letzte Kurve scheint mit dem neuen Autos ein bisschen tricky zu sein. Beim Rausbeschleunigen neigt man wahrscheinlich oder neigen die Autos ein bisschen dazu, sich oder wollen da ein bisschen mehr raus, als Platz ist. Und da gab es auch ein paar Ausrutscher. Das war schon hier eine Runde in Bahrain. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit welchem Auto sollen wir als nächstes fahren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, 1.26, 0,5 oder so war es. Schaut doch mal gerne auf Instagram vorbei, IT-Gaming, auch gerne auf itz-tobi-tiktok, Links mir immer alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und für heute war es das mal. Paul hat Leclerc, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze heute ausgehen wird. Schreibt gerne neue Tipps rein, ich sag Leclerc, Verstappen gewinnt vor Leclerc und Sainz. Abonniert gerne den Channel, ciao.